Hallo und ganz herzlich willkommen, meine lieben Freunde der guten Gaming-Unterhaltung. Wir befinden uns in Elion, gerade hier in der Charaktererstellung und ihr seht hier direkt über mir die unterschiedlichen Klassen, die es gibt. Und wie der Titel schon sagt des Videos, wird es heute um die Klassen gehen. Ich möchte euch eine grobe Orientierung geben, was die Klassenwahl anbelangt, damit ihr einfach eine grobe Richtung habt, wo es lang geht, wo die Richtung hingeht mit den einzelnen Klassen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben in Elion momentan, zumindest zum Release in der EU, 6 verschiedene Klassen. Das ist hier der Zerstörer, der Kriegsherr, der Elementarist, der Mystiker, Attentäter und der Kanonier. Ja? Ihr könnt mit jeder von diesen Völkern, von diesen 4, könnt ihr jede Klasse nutzen und ihr habt auch kein Gender Lock. Die einzigen, wo es kein Gender gibt sozusagen, da wählt ihr bei der Charaktererstellung hier aus Presets aus, ob ihr sowas wie ein Waschbär haben wollt oder sowas wie eine Katze oder sowas wie ein Hund, würde ich jetzt mal so deuten, dass das etwa sowas sein soll. Ansonsten seht ihr hier in diesem Bereich eine Vorschau und Beschreibung von der einzelnen Klasse. Das könnt ihr euch ja nebenbei noch so gönnen und mal durchlesen. Es ist auf jeden Fall so, ihr müsst euch die Frage stellen, was wollt ihr letztendlich in Elion erreichen? Welche Art von Content möchtet ihr bestreiten? Also, seid ihr Spieler, die hauptsächlich im PvP aktiv sein werden? Seid ihr Spieler, die hauptsächlich Spaß an PvE-Dungeons haben? Oder seid ihr einfach so Quester und Crafter und ja, ihr wollt eigentlich nur schnell Mobs killen und gut grinden können oder sowas in die Richtung? Und je nachdem ist natürlich die Klassenwahl für euch anders mit einem Schwerpunkt. Um es mal ganz grob zu sagen, es gibt ein Tank. Wenn ihr Tank sein wollt in Elion, nehmt ihr den Kriegsherr. Punkt. Ja, da gibt es nichts drum herum zu reden. Wenn ihr Tank sein wollt in Dungeons oder halt allgemein derjenige sein wollt, der vorne steht, so viel Schaden wie möglich blocken kann für die Gruppe und auch einige Crowd Control und Debuffs im Gepäck hat, den Schaden erhöht für die gesamte Gruppe zum Beispiel auch, ist der Kriegsherr eure Wahl eigentlich, ein schwer gepanzerter Krieger. Das zweite ist, wenn ihr Heiler sein wollt, nehmt ihr den Mystiker. Ebenfalls Punkt an der Stelle. Ja? Da gibt es auch nichts drum herum zu reden. Das heißt, als Tank, Kriegsherr, als Mystiker seid ihr Heiler. Wenn ihr also Tank oder Heiler sein wollt, dann sind diese beiden Klassen für euch relevant und alle anderen nicht. Ja? Ihr könnt alle Klassen als DD spielen, als Damage Dealer, das ist möglich. Manche sind darin besser, manche sind darin weniger gut als DD oder haben eine unterschiedliche Ausrichtung als DD. Ich kann euch natürlich leider nicht zu jeder Klasse wirklich im Detail sagen, was da genau los ist, aber ich blende euch in diesem Video noch eine Tierlist ein von einem englischsprachigen Video. Das Video verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Da rankt ein koreanischer Spieler die einzelnen Klassen für verschiedene Bereiche, also Bosskämpfe, für PvP-Arenen und so weiter und so fort, wo sie sich da befinden. Aber der Punkt ist auch der, das ändert sich ständig. Deshalb solltet ihr da nicht so sagen, ja okay, welche ist die beste Klasse in dem Bereich, dann muss ich unbedingt die nehmen, sondern durch Updates, durch Patches wird hier die Balance oft angepasst in Elion. Deshalb, ihr solltet eigentlich eher darauf achten, was gefällt euch optisch zum Beispiel. Seid ihr eben ein Heiler, dann wisst ihr seid Mystiker, seid ihr ein Tank, dann wisst ihr, ihr seid Kriegsherr. Oder seid ihr zum Beispiel jemand, der wirklich, ja, hier dickes Zweihandschwert und vor allem auch mit einem Trade-off in den Kampf geht, hier Nahkampf eigentlich hauptsächlich. Ich meine, man kann hier auch immer Fernkampf draus machen. Also ihr könnt mit einem Kriegsherr zum Beispiel auch Fernkampfattacken machen. Ihr könnt mit einem Zerstörer sehr wahrscheinlich auch Fernkampfattacken machen. Das ist nicht so, dass ihr da festgefahren seid, dass es unbedingt Nahkampf immer sein muss. Ja, das ist der Vorteil bei Elion und dem Runensystem.
Aber bei dem Zerstörer zum Beispiel habt ihr oft, ihr müsst Lebenspunkte opfern und habt dafür einen Mega-Schadens-Output, also sehr viel Burst-Damage eigentlich. Ihr habt auch viele Flächenangriffe, ihr nehmt mit dem Schwert sehr viele Feinde auf einmal mit. Wenn euch das gefällt, so ein bisschen Berserker-Style und Lebenspunkte opfern für massiven Schaden, dann ist der Zerstörer für euch mit Sicherheit eine gute Wahl. Ja? Kriegsherr und Mystiker lassen wir jetzt mal bei der weiteren Betrachtungsweise außen vor. Da haben wir jetzt eigentlich mal drüber geredet. Kriegsherr soll sehr stark sein in fast allen Bereichen, aber natürlich mangelt es ihm ein bisschen wohl an Mobilität. Ihm mangelt es auch ein bisschen an Crowd Damage, an Area Effect Damage. Aber ansonsten ist es natürlich der Tank und er hält viel aus, er kann Schaden blocken. Viele gute Punkte für den Kriegsherrn. Elementarist ist für euch eigentlich der Mage, der Caster, ja, der Flächenschaden-Damage-Dealer mit Elementarmagie, mit großem Armageddon auf dem Boden oder riesigem Eisschaden auf dem Boden. Ihr seht das hier auf dem Bildschirm ein bisschen. Ja, also wenn ihr vor allem natürlich grinden wollt und so viele Mobs wie möglich zusammenziehen wollt, um sie mit massiven Flächenangriffen kaputt zu klatschen auf einmal, dann ist der Elementarist für euch sehr wahrscheinlich die perfekte Wahl. Ja, das kann man, denke ich, auch so sagen. Mystiker, wie gesagt, Heiler, aber wenn ihr ihn auf Damage spielen wollt, hat der Mystiker auch sehr starke Flächenangriffe, vor allem Flächenangriffe, die Schaden über Zeit verursachen. Ja? Also er ist nicht wie der Elementarist, ein High-Damage-Dealer quasi, der mit Skills quasi einen maximalen Schadensoutput kurz mal raushaut, sondern der Mystiker macht auch Flächenangriffe, aber der Schaden geht über Zeit und tickt quasi auf die Mobs runter. So könnt ihr also den Mystiker auch spielen. Er soll wohl bei Gildenkämpfen ziemlich stark sein, weil er auch Bereiche sehr gut unter Kontrolle halten kann und den Feinden, die dort in diese Bereiche auch teilweise rein müssen in Gildenkriegen, kann er sehr gut im Schach halten, weil die dann da eben eher nicht reingehen, weil sie sonst halt über Zeit massiv Schaden bekommen. Gehen wir weiter zum Attentäter. Ich meine, er ist der typische Assassine, ja. Ihr könnt in den Stealth gehen. Der Kanonier kann auch in den Stealth gehen und irgendeine andere Klasse kann auch noch in Stealth gehen, aber nicht besonders lange. Also Attentäter, eure Assassine, habt sehr viel Mobility, habt sehr viel Beweglichkeit, könnt wirklich schnell von A nach B quasi bei einem Kampf. Ihr bewegt euch sehr viel, sehr schnell, ja, und versucht natürlich auch sehr viel Schaden zu vermeiden. Ich glaube, da brauche ich euch nicht mehr allzu viel hier ausschweifend erzählen, wie sich ein Assassine spielt. Ihr habt auf jeden Fall hier in Elion auch die Möglichkeit, den Attentäter auf Fernkampf auszurichten. Also dann wirft er Shuriken und hat halt ganz viele seiner Angriffe, die er dann auf Distanz auch ausführen kann. Sehr viel Schaden natürlich auch. Ja, das ist ja zu erwarten bei einer Klasse, die auch sehr schnell kaputt gehen kann im Kampf, weil natürlich hier die schwere Rüstung fehlt und so weiter. Aber es ist momentan auch bei der Beliebtheitsskala sehr weit unten. Also der Attentäter, ich blende euch da vielleicht auch noch was zu ein von der Closed Beta, was da an Zufriedenheit war bei der Umfrage. Da ist der Attentäter eigentlich das Schlusslicht meines Wissens. Danach, als Schlusslicht, kommt dann der Kanonier und wir gehen weiter zum Kanonier. Ist auch mit sehr viel Mobilität, bewegt sich sehr viel im Kampf, hat sehr viele Gadgets, sehr viele Tools, um Feinden Schaden zuzufügen, hat seine Zweihandpistolen, hat aber auch noch so ein Gewehr, was er hier hinten auf dem Rücken hat, was ihr seht. Damit macht er auch noch mal eine andere Form von Schaden. Ihr habt Flächenschaden, ihr habt so einen Schaden, der in der Linie auch geht. Sehr viele Möglichkeiten, den Feinden zu schaden, auch Crowd Control zu machen. Es geht aber hier auch viel wirklich um in Bewegung bleiben, Feinde möglichst auf Distanz zu halten, dass sie einen nicht umzingeln und nicht treffen, denn sonst kann der Kanonier auch relativ schnell zu Boden gehen.
sehr viele Skills erinnern mich persönlich an den Gunner aus Lost Ark. Ja, das seht ihr jetzt hier auch bei den dargestellten Skills, sind genau sowas zum Beispiel ein sehr symbolhafter Skill, sage ich mal, bei Lost Ark, wo er sich so dreht mit den Kanonenschüssen. Auf jeden Fall, wenn ihr sowas wie ein Ingenieur, sage ich mal, bei Guild Wars 2 zum Beispiel mochtet, ja, ich glaube, da ist das so ganz relativ mit vergleichbar. Hat viele Tools, viele Gadgets, Drohnen, so eine Kanone auch noch zusätzlich, Minen, die er auf den Boden legen kann, Fernschüsse, so wie ein, ja, wie ein Sniper ein bisschen. Also ganz viele verschiedene Tools, die einsetzbar sind im Kampf. Wenn ihr sowas mögt, ganz viele verschiedene Arten von Angriffen zu haben mit solchen Gadgets, dann ist der Kanonier natürlich eine gute Wahl für euch. Ich habe den in der letzten Beta gespielt gehabt und hatte ehrlich gesagt viel Spaß, weil man auch viel Abwechslung haben kann. Aber man kann tendenziell auch sehr viel Abwechslung mit den anderen haben, weil man eben durch das Runensystem seine ca. 24 Skills pro Klasse nochmal in 4 Richtungen verändern kann. Ne? Und wenn ihr denkt, ihr könnt jeden von euren ca. 20 bis 24 Skills in 4 Richtungen verändern, je nachdem, worauf ihr Bock habt, dann könnt ihr euch schon vorausdenken, dass ihr sehr viele Möglichkeiten habt, da Abwechslung reinzubekommen, das Ganze. Ich hoffe, ich habe euch jetzt hier mit diesem kleinen Übersichtsvideo eine grobe Richtung sagen können zumindest. Ich habe halt gesehen, es gibt momentan nicht wirklich viele in deutscher Sprache, die hier ein kleines Intro machen zu den Klassen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über euer Feedback dazu freuen, falls ihr mehr wissen wollt. Wir können dann auch noch in einem anderen Video mehr, stärker ins Detail gehen zu den einzelnen Klassen. Fällt mir natürlich auch leichter, wenn ich mit jeder Klasse mehr Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe mittlerweile mit dem Kriegsherr gespielt und halt eben mit dem Kanonier, mit dem Attentäter kurz und mit dem Mystiker auch kurz. Und ich kann euch sagen, macht es davon abhängig, wie ihr gerne spielen wollt, was euch hier optisch zusagt, also auch vom Style, ja. Was ihr vielleicht auch in anderen MMORPGs gespielt habt. Wenn ihr so ein Mage gerne immer spielt, dann natürlich Elementarist. Ja? Wenn ihr Heiler spielen wollt, natürlich Mystiker. Wenn ihr Tank spielen wollt, natürlich Kriegsherr. Und ansonsten habt ihr bei der EU-Version jetzt 3 Charakterslots. Das heißt, ihr könnt auch mal einfach 3 verschiedene Klassen erstellen und euch mal einfach angucken, ob euch das Spaß macht. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Reinschalten. Macht es gut, viel Spaß beim Durchstarten in Elion und ich hoffe, wir sehen uns bei einem nächsten Video bald wieder. Macht es gut und auf Wiedersehen.